Hey, ihr fragt euch bestimmt, wo gerade die Burg abgeblieben ist. Die habe ich jetzt abgerissen, weil ich die doch nicht so schön fand. Hallo? Ah, da ist er. Keine Ahnung, warum das so im F5-Modus abspackt. Ich habe einfach mal einen Shader angemacht, um mir die nochmal so anzugucken. Könnte jetzt natürlich etwas düster werden, weil die Gamma-Einstellungen, die ich vorher gemacht habe, glaube ich jetzt nicht mehr wirklich zählen. Aber ich kann eine Fackel in der Hand nehmen. Oh, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Ja, der Raum hat sich minimal verändert. Oh, das sieht man gerade gar nicht. Ich habe jetzt keine Glasscheiben mehr reingepackt, sondern eben Glasblöcke. Einmal von innen helle und von außen schwarze. Und das war es ja auch schon mit dem Raum. Wir gehen einfach weiter. Das hier haben wir noch ein tiefer gemacht. Und da kommen wir auch schon zu den Neuerungen. Wie ihr sehen könnt, haben wir das Dach komplett fertig. Und was ist das? Achso, wahrscheinlich der Lichtkegel da vorne. Das sieht ziemlich cool aus. Das Einzige, was wirklich in der Burg noch nicht fertig ist, ich glaube auch außerhalb, ist dieses Podest. Alles andere ist fertig. Ja, und vielleicht der Mechanismus, der eigentlich da hinten die Tür hier zumachen sollte, aber naja. Finde ich ganz schön, dass ich das dann damit abschließe, einfach weil das ja hier schon das Wichtigste an der ganzen Zitadelle ist. Und da freue ich mich schon drauf. Das wird auch nicht allzu lange dauern, da muss ich mal gucken, wie ich das am besten löse, aber morgen könnte das eigentlich schon fertig sein. Ja. Ein bisschen düster vielleicht, aber mein Gott, so wenig Fenster sind nun mal in der echten Zitadelle. Und Fackeln oder so gab es da ja nicht drin. Ganz wichtig zu unterscheiden muss man da auch, dass wir ja hier die Innereien von der N64, genau, Nintendo 64 Version nachgebaut haben und nicht von dem Remake. Also wenn ihr zum Beispiel Ocarina of Time 3D zu Hause habt, dann ist es noch lange nicht dieselbe Zitadelle, denn da haben sie dann anscheinend nochmal irgendwie vieles besser und anders gemacht, aber egal. Damit bin ich nicht aufgewachsen, das zählt für mich nicht. Können wir am Arsch lecken. Sieht das nicht schön aus? Das sieht so schön aus. Mein größter Kritikpunkt ist auf jeden Fall hier die Seite einfach. Das sieht ja normalerweise so aus, dass da eh noch ein paar mehr Fenster sind. Die können wir aber nicht hinmachen, weil das, wenn ich den Block hier wegschlage, ist dahinter direkt der Stein. Den man von innen sieht. Und deswegen kann ich da nicht rumschummeln mit der Wolle. Wenn man sich das Ganze mal eben von vorne anguckt, hier, bei Red, und dann sieht man ja, dass ich hier, da, oder besser gesagt da, Glas hingepackt habe und dann Wolle. Die Wolle ist ein bisschen weiter hinten, damit das nicht so extrem auffällt. Ja, und das würde halt hier nicht gehen. Müsste man aber machen, weil ich das Fenster nicht ganz durchbauen kann, da es von innen halt nicht existiert. Ja, da müssen wir ein paar Kompromisse machen. Das ist echt traurig. Ja, aber es geht. Könnte man natürlich von alleine irgendwie verschönern, einfach so gucken, was sieht gut aus. Aber es soll ja schon nichts wirklich Erfundenes sein, sondern einfach das Original. Ja, aber das kann sich sehen lassen. Finde ich ganz in Ordnung. Wir gehen jetzt am besten nochmal eben nach oben. Denn da hat sich auch noch viel getan. Wir müssen auch noch ein paar Kisten nach oben tragen und allgemein mal das Dach angucken. Das sieht auch ganz, ganz toll aus von oben. Auch wenn das wahrscheinlich nie einer von oben sehen wird, weil, naja, kein Gebäude so hoch ist. Ist der Turm höher? Sieht man das von da oben? Das weiß ich nicht. Müsste man mal gucken. Boah, das Wasser, ey. Sieht schon cool aus. Das sieht schon cool aus. Wäre nur schön, wenn das Spiel auch irgendwie performant wäre, aber naja. Man kann nicht alles... Ach, wohin gehe ich denn? Man kann nicht alles haben im Leben. Aber selbst mit dem Shader hier geht's. Von der Helligkeit her. Richtig komisch. Zack. Auf geht's. Ab nach oben. Bisschen Licht anmachen. Oh. Ja, die Bahn
Ist immer noch nicht fertig, weil ich mich darum natürlich nicht jetzt gekümmert habe. Dann hier eine schöne Karte, die immer noch nicht fertig ist. Ganz viele Kisten und das war's. Man hätte zwar noch die, also hier unten war ja noch überall Platz. Das werden wir aber einfach nicht nutzen, weil das sonst zu viel Platz wäre. Das soll man ja auch groß hinbauen. Und genau, gehen wir hier hoch. Da sieht man doch schon die Sonne. Dann einmal hier. Sind jetzt auch richtig viele Kisten. Kisten, Kisten, Kisten. Öffnen, öffnen, öffnen. Da kommen nochmal Kisten hin. Deswegen hier der Freiraum. Und hier oben gibt es dann den Verzauberungstisch, der ein bisschen... Ja, geht eigentlich, ne? Vielleicht ein bisschen unschön platziert ist, aber es ging halt nicht anders hier oben. Das, geht aber alles. Kann man hier vielleicht noch Holz hin machen, so wie da? Ja, keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Muss ich echt mal gucken. Ein Amboss. Und dann halt hier oben der Gang nach außen. Ah, ist so toll das hier. Das ist echt spitze, ey. Ich habe jetzt überlegt, euch jetzt nicht mal zu sagen, was ich danach bauen will. Aber das mache ich nicht. Ich baue es einfach und irgendwann erkennt ihr es dann. Wahrscheinlich erkennt ihr es sehr schnell, aber naja. Da ist das Dach. Klar, keine perfekte Kuppel. Also, ja doch, eine Kuppel ist es schon, aber keine perfekt runde. Aber dafür können wir nichts. Das ist eben Minecraft und Minecraft ist halt nicht rund. Aber schon cool, oder? Sieht auf jeden Fall schon cool aus. Das ist auf jeden Fall geil, ey. Von innen vor allem finde ich es echt, echt schön. Und dann könnte man eben einfach mal hier runterspringen. Wie das aussieht. Wie das ab da einfach nicht weiterlädt, wegen meiner Einstellung wahrscheinlich. Oh, ich bin höher als der. Ich hab das nächste Gebäude, ja. Ne, hab ich wahrscheinlich nicht. Oh. Da würde ich vielleicht mal irgendwie Balken drunter setzen. Das sieht sonst ein bisschen komisch aus. Gut. So. Genau, mein Pferd ist sogar noch eingesperrt. Sekunde, ich zeige es euch mal eben. Ipona, geht's gerade nicht so gut. Ipona, ich rufe dich. Genau, hier noch ein paar Kisten, die wir rüberschleppen müssen, also nach oben schleppen. Oh, ist so eine Plage, ne? Man macht dann eine Scheißkiste kaputt, Inventar voll, ab nach oben. Und das dann irgendwie 20 Mal. Geile Sache. Ja, hier, Ipona und Unbekannt. Da bräuchte ich eigentlich noch Nametags. Ja, hier die Steine, damit das da nicht wegkommt. Obwohl es eigentlich ja hier eh nicht wegkommt. Und da habe ich dann dich gemacht. Weil, naja, wie gesagt, was will ich mit dem ganzen Platz? Das macht doch keinen Sinn. So, schön. Ist es dunkel? Ist es dunkel draußen, ne? Ja, muss ja. Oder es regnet. Aber das sieht schon echt geil aus. Das kann mir doch keiner sagen. Ja. Eventuell kann man nochmal überlegen, diese Dinger hier, also diese Balken, auch hier reinzumachen. Keine Ahnung, wie das dann aussehen würde. Also halt da das ersetzen, das hier ersetzen, dieses Muster ersetzen hier komplett. Alles, was so an der Wand ist, aber nicht die Wand ist, ja, austauschen. Da muss ich echt mal abchecken. So viel Arbeit ist es dann auch nicht mehr. Wir mussten ja auch, das habe ich ja schon im letzten Part erwähnt, diese ganze Kacke hier abreißen. Von da bis da. Ja, und nach ganz oben hin eben. Also das hier. Und ein weiter nach hinten verschieben. Und das ging auch. Das war jetzt nicht die Welt. Nicht wirklich. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie der Raum hier am Ende wirken wird. Eventuell gibt's da, na, gibt's wahrscheinlich nicht, ne? Eine Möglichkeit, einen Raum zumindest irgendwie zu erhellen, ohne Fackeln einzubauen. Oder irgendwas Physisches, was man sieht. Man könnte wahrscheinlich Glowstone einfügen, was einfach unsichtbar ist. Und das dann eben irgendwie schwebt oder so. Und man sieht es dann eben nicht. Da muss ich echt mal fragen und gucken. Denn, naja, also da, die Zitadelle ist ja eh in gewisser Weise gecheatet. Also zumindest das Schwert und dass hier keine Monster spawnen. Aber
Da sollte auch jeder Verständnis für haben. Es ist ja jetzt kein... Ich könnte genauso gut einfach hingehen und einfach mal eben 30 Fackeln verteilen. Das ist ja kein Punkt, wo... Wisst ihr, es ist ja kein Vorteil in dem Sinne. Ich hätte auch kein Problem damit, jetzt hier überall diese Fackeln zu verteilen. Dann spawnt eben gar nichts mehr. Ich habe denselben Effekt, aber es sieht halt total kacke aus. Und da das hier, naja, eigentlich eine 1:1 Umsetzung sein sollte, ist das eben ganz wichtig, dass es eben auch eine ist. Und nicht, dass daneben hier irgendwie 500 Fackeln rumstehen. Aber gut. Aber gut, gut, gut. Wollte ich noch irgendwo hin? Naja, man könnte mal die Welt ein bisschen zeigen, aber das macht eigentlich auch keinen Sinn, denn ich weiß gar nicht, was sich hier verändert. Ich merke, also ich muss echt sagen, ich merke mittlerweile keinen Unterschied mehr. Also am Anfang war es eigentlich immer so, man loggt sich ein, spielt, 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 dann geht man schlafen, am nächsten Tag guckt man rein und auf einmal sieht es komplett anders aus. Also, aber das liegt eben daran, dass eben irgendwann alles auch verbaut ist. Da gibt es dann nur noch Änderungen, die sieht man nicht auf Anhieb. Und ja, viel geschieht wahrscheinlich auch intern. Ich glaube, das hier ist echt noch der ekelhafteste Punkt am Spawn, oder? Kann man hier nicht mal irgendwas Tolles hinbauen? Also die Farm, hier überall Kisten, verstehe nicht. Kannst du mal bitte hier weggehen oder einfach mal bauen? Was soll das? Ich verstehe dich nicht. Verstehe das alles nicht, ey. Also das Scheiße hier in der Bude, ey. Über eine Kacke. Will auch keiner sehen, sowas. Da ist mein Turm. Ach ja, genau. Es gab ja noch das Thema, dass wir eine Farm bauen wollten mit Villagern. Und seitdem gammeln die ja ab. Also morgen können die eigentlich mal hingehen und einen Villager irgendwie nach unten bringen und dann das ganze Haus hier abreißen. Ja, das kann man auf jeden Fall tun. Weil das sieht ja auch nicht unbedingt schön aus. Naja. Gut, ich würde sagen, das war's. Eventuell seht ihr dann morgen schon ein bisschen was von dem neuen Projekt. Eigentlich sollte ich echt erstmal alles fertig machen, oder? Also die Minecart-Bahn. Das mit den Villagern. Dann noch die ganzen Kisten nach oben schleppen. Naja, aber sonst eigentlich gar nichts mehr. Oder? Ja, okay, vielleicht noch ein bisschen Terraform und den Brunnen oder die beiden Brunnen vor der Zitadelle einfach mal ein bisschen erweitern und fertig machen. Es tut mir echt schon leid, dass wir da so viel Platz jetzt weggenommen haben. Nach vorne hin. Nach hinten war das ja alles eh von vornherein abgesprochen, aber... Hier so der Weg. Aber das muss einfach sein. Es muss einfach sein. Diese Brunnen da vorne. Und dann hast du wenigstens auch mal so einen richtigen... Ja, wie nennt sich das denn? Also es ist nicht so, dass Wasser und Eingang ist, sondern wirklich erstmal ein bisschen Wiese und dann der Eingang kommt. Das wollte ich damit sagen. Naja, gut. Dann bewertet schön, guckt euch das beste Video der Welt an, 23, bis morgen. Tschüss.